So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia Dusk. Und ja, ich habe erfolgreich mit STRGL meinen Spielstand von heute Mittag geladen. Und ja, super Laune habe ich einfach. Wo soll ich anfangen? Ja, im Garten heute sein war cool. Ich hoffe mal, ich war nicht zu lang an der Sonne. Scheiße. Es war klar, dass das falsch war. Und yo, ah, einfach geil. Einfach geil, dass ich heute Let's Played habe. Es geht jetzt mit Prince of Persia Dusk weiter. Und ja, was mich jetzt so glücklich gemacht hat. Ich habe jetzt mal YouTube mal wieder angeguckt. Wow. Und ja, keine Ahnung. Ich sehe immer so Aktivitäten von Usern, die ich gar nicht kenne. Aber egal, in meinen Abonnements hat Funk Royal wieder mal ein Video zum Stream hochgeladen. Ich so, naja. Ich bin jetzt nicht so scharf drauf, aber okay, guck mal rein. Und ja, da hat er einfach die geilste Scheiße überhaupt angekündigt. Er möchte morgen ab 18 Uhr im Stream La Mulana wieder aufnehmen. Yeah! Und nicht nur das, er nimmt gleichzeitig auf. Und er wird auch es auf YouTube hochladen. Es ist einfach krass. Nach 2 Jahren geht's endlich weiter mit La Mulana. Ah ja, hier gibt's nichts. Funk hat es so geil LP'd. Das Spiel war einfach cool. Und ja. Oh. Ach so, okay. Ich verstehe schon. Und ja, als er dann aufgehört hat, habe ich selber die Tastatur in die Hand genommen und selber La Mulana gezockt. Ich hatte so viel Spaß mit dem Spiel. Bin bisschen weiter gekommen als Funk Royal zurzeit ist, aber wegen meiner ATI-Grafikkarte, die ich damals bekam, konnte ich das Spiel wegen eines Bugs nicht mehr spielen, weil die Texte sind verschwunden. Ja, ein User hat mich jetzt darauf hingewiesen, dass es einen Fix gibt, aber super. Bringt mir ja jetzt herzlich wenig, weil ich ja jetzt eh wieder eine Nvidia habe. Und ja, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mal wieder La Mulana, das Awesome Game schlechthin zu zocken. Aber ja, jetzt hat Funk angekündigt, er zockt selber weiter. Hoffentlich beendet er jetzt 2012 das Awesome LP. Das ist einfach so genial. Einfach geil. Und wenn er es durch Let's Playt hat, dann zocke ich für mich privat noch das Spiel, weil es ist einfach nur grenzlos cool. Und hier rechts sieht aus, als gäbe es Türen, aber es gibt keine. Oh, wir kommen da doch vielleicht hin. Mal gucken. Oh Mann, Funk, der König der Let's Player. Er spielt wieder! Mein Gott! Hä, hier geht's nicht weiter. Überhaupt nicht. Ah ja. Ich könnte von hier oben mit Anlauf versuchen, hier rüber zu springen. Wow. Mann, oh Mann. Was für Sprünge hier der Hummel auch immer wieder fordert. Das ist unfassbar. Er geht an die Grenzen des Spieles. So. Das ist die Platte. Yeah. Und ja, was gibt's noch, was mich so glücklich macht? Ja, das saugeile Wetter. Jo, und ich Let's Play mal wieder. Ich wurde jetzt gerade eben per Kommentar gefragt, wann es endlich mit Flug der Karibik weitergeht. Also, ja, ich sehe es jetzt ja gerade selber bei mir. Ich find's blöd, dass Funk so lang selber La Mulana nicht weitergezockt hat, aber das hat bei ihm seine Gründe gehabt. Und ja, jetzt merke ich halt, wie ihr das seht, dass ihr das ebenfalls nicht toll findet, wenn ich meine LPs nicht fortsetze, weil man schaut sich das jetzt nicht zum Spaß an, damit ich da, ja, damit dann man nur ein halbes LP sieht oder so. Man möchte schon alles sehen. Ich weiß nicht, was wir geöffnet haben. Ach, ich kann von hier aus gar nicht zurück. Doch, kann ich. Ich habe gar keine Ahnung. Waren die Türe alle offen? Nein. Die hier links nicht. Okay, dann gucken wir mal. Oh, Prince of Persia, wie genial. Ich liebe das Spiel. Zack. Ah ja.
Ach, das ist diese Platte. Ach, ich kann dann da runterspringen. Okay, dann machen wir das auch. Machen wir auch, weil, ja, ich gehe solche Risiken normalerweise ins Unbekannte nicht ein. Wer macht das denn schon? Okay. Moment, ich glaube, ich sollte es besser von hier machen. Nur so zur Sicherheit. Genau, weil das mit dem Rand hier, das wäre mir jetzt zu riskant. So, jetzt springen wir hier. Cool, es handelt sich um das Ende des Levels. Aber leider ist es nicht die Tür, durch die wir gekommen sind. So ein Gag hätte ich mir vorstellen können. Hä? Okay, gucken wir mal. Vielleicht ist ja die Tür nur so eine Illusion und man kann doch rein? Nein. Ja. Jetzt schaue ich blöd aus der Wäsche. War es ein Fehler, jetzt runterzugehen? Oh, ich hätte auf den Schalter kommen sollen und dann nach rechts. Na super. Der Kill musste jetzt sein. Soweit ich weiß. Zack. Lass mal fallen. Hier gibt's nichts. Okay. Musste ich mal austesten, weil... Oh mein Gott. 10 minutes left. Schaffen wir es in der Zeit, das Spiel zu beenden? Ich glaube nicht. So. Okay. Gott, hier gibt's auch einen Haufen Türen. Ah, nein. Lass mich raten, ich muss später hier nach rechts, sobald ich die Tür geöffnet habe. Darauf scheint's hinauszulaufen, weil anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Okay. Muss ich jetzt... Was war hier nochmal links? Zack, ja. Ah ja, das hier, okay. Klasse. Prinz, du bist genial. Du bist genial. Ja, es gibt so viele Versionen von Prince of Persia. Es gibt einen auf dem PC, das was wir hier spielen, für ein Apple, für Sega Genesis, für Sega Master System, für Sega CD, für Game Boy, für SNES, für NES, für einfach... Das ist das meistportierteste Spiel überhaupt. Und ja, eigentlich, so als Prince of Persia-Fan, müsste ich mal mindestens alle davon einmal mindestens mal durchzocken, oder? Aber okay, wenn es immer dasselbe Level-Design ist, dann ist irgendwann schon langweilig. So, na, wenn ich jetzt von hier aus springe, krache ich gegen die Wand. Deswegen springe ich von hier. Wow, es war schon ein bisschen knapp. Hatte ich zumindest so ein Gefühl. Ja, es läuft darauf hinaus, dass, wie ich gesagt habe, ich hier nach rechts muss. Okay. Die Tür ist offen. Es wäre nicht schlecht, hier erstmal zu gucken, was hier unten ist. Das könnte der Ausgang sein. Darf ich mich hier fallen lassen? Wie war das nochmal? Ich kenne mich nicht so gut aus mit der Prince of Persia Engine. Das könnte der Tod sein. Und hier oben, diesen waghalsigen Sprung, das ist der Tod wegen der scheiß Wand. Ich lasse mich hier fallen. Ah, hat zwar wehgetan, aber wir haben es geschafft. Und ich guck noch nicht mal, ich guck noch nicht, ob die Tür aufgeht. Doch, jetzt guck ich. Nicht, ob sie aufgeht, aber... Genau, das habe ich gemeint.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Hummel diesen Weg, das Level zu beenden, nicht vorhergesehen hat. Also er müsste eigentlich die Tür ein bisschen mehr rechts platzieren und dort, wo ich gelandet bin, Stacheln müsste er platzieren. Dann könnte man das nicht machen. Level 12. Und wir haben 6 Minuten noch. Krasse Scheiße. Oh Gott, und wir sind wieder in so einem Dungeon-Level. Ist das schon der Turm von Jafar? Das schaut stark danach aus. Boah, ey, so viele Wege. Hoffentlich wird das Skelett hier nicht lebendig. Und ja. Wir sind fast am Finale von Prince of Persia Dusk. Und ich rate mal, dass das Finale so richtig fett sein wird. Also was Level-Design und Köpfchen benutzen anbelangt. Oh Gott. Ich bin jetzt nach rechts gegangen und nicht nach links. Vom Anfang an des Levels. Ich hoffe mal, dass das jetzt so richtig war. Nein! Ich denke, jetzt habe ich mir den Weg verbaut. Moment. Zack. Ah, ich habe das noch retten können. Aber okay. Das war klar. So, was klappert hier? Nur das? Scheiße, ich brauche Anlauf. Hä? Das hatten wir doch schon mal heute. Okay, ich probiere es mal. Nee, seht ihr? Anlauf fehlt. Ich gucke mich mal jetzt mal hier links um. Das schaut hier nämlich interessant aus. Läuft wahrscheinlich aufs selbe hinaus, aber ja, man muss es mal ausprobieren. Ah, ich habe aus dem Fenster geschaut und merke erst jetzt, dass es da nicht weitergeht. Hey, du hättest dich festhalten sollen, Prinz. Fünf Minutes left. Das schaffe ich in der Zeit nicht. Alter, wie viele Stunden ein Pop 1 LP geht. Sowas hätte man sich eigentlich nie denken können. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir hier zurück. Und ja. Ich will mal wissen, was hier links ist. Das schaut mal interessant aus. Und sei es nur irgendein Leben oder so. Nichts, okay. Aber ich könnte da hinspringen. Probieren wir es mal. Weil ich glaube, der offensichtlichste Weg wird nicht die Lösung sein. Ah, es reicht nicht, okay. Aber haben wir uns zubereitet. Aber okay. Wir lernen aus den Schmerzen. Ich gucke jetzt mal, ob es hier oben noch weitergeht. Nein, geht's nicht. Okay. 3 Minuten übrig. Dann wird die Prinzessin sterben. Den Timer hätte er echt hochsetzen müssen, also in einer Stunde schafft man das nicht. So. Ja, als Speedrunner schafft man es schon, aber ist schon ein bisschen krass. Zack. Okay. Das ist jetzt so eine krasse Stelle. Ah ja. Ich kann es mir schon denken. Na, ich muss nochmal nach unten gucken. Okay. Es geht nämlich so. Zack. Zack. Und zack. Hier müssen wir hin. Und jetzt lasse ich mich hier fallen. Cool, er hält sich fest. Es muss die Lösung sein, weil ich sehe dort, dass es oben nicht weitergeht. So, und hier waren wir schon mal, nur dort links, unten. Und schafft er den Sprung? Ich hoffe mal ja. Yo, hat er geschafft. Der Prinz von Persien hat's geschafft. Alter, das ist ein geiles Level. Ein paar Wachen wären hier nicht schlecht, aber okay. Das ist nur zu meinem Vorteil. Hä? Okay. Ich sehe nur so eine Lösung, weil sonst würde ich hier aufgespießt werden.
Und sie hat 2 Minuten noch übrig. Nein! Fuck, was habe ich angestellt? Ach, das sind ja die losen Platten. Darüber zu springen, das wäre jetzt nichts Tolles. Das vielleicht so als Verlängerung nutzen? Scheiße, ich hab's mir gerade verbaut. Ja, rechts hätte was sein können. Fuck. Okay, hier geht's ja nicht weiter, wie wir wissen. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich so gelassen bin. Haha. Naja. Nein, da rechts ging's nicht weiter, denke ich mal. Yo, ihr denkt euch jetzt, warum bin ich so gelassen bei dem Zeitdruck? Ja, ich drücke einfach mal die Plus-Taste und dann haben wir mehr Zeit. Scheiße, es geht nicht. Ich hab's gewusst. Warum geht's nicht? Habe ich Cheat-Modus nicht an? Mann, das ist doch so scheiße. Hey, jetzt mit der Plus-Taste hätte man doch die Zeit addieren können. Weiter geht's in Prince of Persia Dusk 2. Der Prinz rächt sich an Jafar, weil er die Prinzessin kaltblütig ermordet hat. Das mit Plus und Minus geht nicht. Kann sein, dass der Cheat-Modus aus ist. Oh Mann, ey, komm. Aha. Der Cheat-Modus ist tatsächlich nicht aktiv. Ja. Das Safe-Game hat hier einiges durcheinander gebracht. Okay, Leute, wir sehen uns gleich im Tower-Level.